Talent gemeistert und Plüschtier habe ich bekommen. Boah. Herzlich willkommen zurück zu Code Vein, ihr heißen, heißblütigen Hitzköpfe der hitzigen Hisonanzen. Ja, wir sind immer noch in dem Feuergebiet und ja, es ist nicht unbedingt mein Lieblingsgebiet. Darum bringen wir das jetzt schnell hinter uns. Was soll das denn? Was soll das? Krass. Hey, jeder Gegner ein kleiner Miniboss jetzt. Wenn die Flammen ausgehen würden, nachdem er so einen Gegner tötet. Naja, geht's hier in zwei Richtungen. Wobei wir hier schon waren, oder? Hat halt zumindest so ausgesehen. Man muss ja nicht sein. Ja, ja, das ist die Missel. Komm, ruh dich aus jetzt. Ja, Gegner da. Zu viele Gegners. Das können wir ändern. Komm, schlag doch nicht in die Luft. Aufstieg, was machst du da? Giacomo, gegen wem kämpfst du? Skadatsch, Chrom. Skadatsch. Skadatsch ist Feuer, oder wie? Ah, jajaj. Das Eisgebiet war zu kurz, dieses Gebiet ist zu lang. Ja, vielleicht nur, weil die Flammen so nervig sind. Skadatsch. Ja, das Zweihandschwert mal immer noch nicht. Den Zweihandskill immer noch nicht fertig gelevelt. So. Ah, der Rüsselmeier. Komm, der kann nicht so stark sein, oder? Jetzt. Gott sei Dank. Der Rüsselmeier. Gibt's da oben? Ach, verdichtete Verlustsplitter. Nichts Besonderes. Da gehen wir nicht hin. Hier gehen wir hoch. Toll. Tja. Warum sind jetzt hier zwei Leitern? Ach. Da hat es ja keine Ruhe von dem Zeug. Ne? Die sind ja in jedem Gebiet recycelt worden, die Gegner. Im Wassergebiet waren sie noch okay. Im Eisgebiet, ja, gut. Aber wieso hier jetzt auch noch? Ja, die schubsen auch noch. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Wenigstens haben sie die Texturierung geändert.
Ach komm, mit blödes Feuer überall. Nirgendwo kann man sich bewegen. Echt, gibt es in dem ganzen Gebiet zwei Misteln, oder? Ah, da ist eine Kiste, gut. Hallo? Ein Clown-Gegner. Wow, Königin Titan. Hallo, 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 hallo. Hallo! Heil mich, heil mich. Das mal voll heilen. Giacomo wiederbeleben. Weiter heilen. Ah, ja, krass. Ja, Titan, Titan, endlich kann ich die Waffe weiter aufrüsten. Es ist soweit. Aha. Ich glaube, diesmal kriegen wir die Überreste sogar während der Aufnahme zusammen. Chuck, 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 chuck. Immer Feuer laufen. Gute Stiefel brauchst. Ach, da vorne ist wieder so ein Corona-Ding. Ja, 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 ja. Hallo, hallo. So, ist jetzt bitte endlich mal Ende. Was gibt's hier Schönes? Ah, Verlustsplitter L. Und eine Kiste. Ein toter Gegner. Unten waren wir auch schon. Irgendwo muss ja hier ein Mistel sein. So eine Map-Mistel. Hinten bei der Leiter war ich da schon. Ach komm, ich war nicht mehr in der Nähe jetzt. Ja, da ist die Kiste. Das ist schon mal ein Hinweis, dass ich da nicht war. Das ist ein Gegner. Autsch. Jetzt habe ich fast ins Feuer gelaufen. Ach, das ist eine Leiter. Er sagt auch was, wenn ich hier gehe.
Aha. Ach, da hinten ist eine Leiter. Muss gucken, muss ich gucken. Wie komme ich darüber? Ach, das haben wir übersehen, ja. Hallo? Dann gibt es eine Spritze. Nein. Ja, komm. Komm, ich muss da jetzt weiterlaufen. Das nützt nichts. Ich laufe einfach vorbei. Weißes Gewand plus 6. Klingt gut. Giacomo. Talent gemeistert. Und Plüschtier habe ich bekommen. Boah. Ich weiß, es ist feige, aber es nützt dir nichts. Wir wollen ja mal durch das Spiel durchkommen. Ich will ewig lang an einem Gegner hängen. Macht ja auch keinen Spaß. Level 92, wow. Ich glaube, die Gegner leveln mit. Oh, hast du mich erschrocken. Bitte habe ich alle. Ja, ich habe alle. Gibt's ja nicht. Okay, dann mache ich jetzt kurze Pause. Dann gucken wir uns die Erinnerungen an und vielleicht machen wir den Boss dann gleich noch. Je nachdem. Sehen wir gleich. Bis dann. Weiter geht's bei Code Vein. Ich habe mich ein bisschen abgeregt. Bin schon ganz aufgeregt. Weil jetzt geht's zum Boss. Nee, noch nicht ganz. Zuerst kommen noch die Erinnerungen. Wir fangen an mit Skadatsch Überrest 2. Skadatsch Überrest 2. So. Reinforcements at 2 o'clock. Damn it, it just keeps coming. Mikkel, Emily, we're falling back. Hey, we're heading back to the front after we eat, right? I want to make sure I go out there with a full tank. Are you hanging in there, Emily? I'm just fine. Your onigiri really did the trick, Giacomo. The fighting's been hot for a while. Take it easy. Watch yourself. What are you doing here? You need to get some rest or else you're gonna be all groggy. Whenever I think we'll have to listen to Mito forever, it makes it hard for me to fall asleep. Don't worry. I don't intend to let that happen. I promise, one of these days we're going to take our freedom back. And I mean all of us. Together. Yeah, I like the sound of that. I have no idea what I'd do without you guys. Okay. Weiter geht's mit Skadatsch Überrest 3. We
nothing we do even faces it. It looks like they've got us surrounded. We need to open an exit. I'll create a distraction. I want both of you to use it to escape. Destroying their footing should slow them down. Can you do that, Emily? You bet. Just say when. We saved our hides this time, Emily. Well, some sharp thinking. It's because I'm always watching you, Yakumo. My body just responded on its own. You're watching me? You know, as an example of what to do. I need to learn how to pull my own weight, right? I like your attitude. Looks like we don't have time to sit around and chat. Time. So run while you can. Don't be ridiculous. We aren't going to leave you behind. It's either that or all of us are lunch. I want at least you two to get out of here. Das ist nur so eine Vermutung. Irgendwas sagt mir, ich sollte da nochmal zurückgehen. Kann jetzt auch komplett falsch liegen. Dann ist die Folge halt ein bisschen länger. Echt nix? Schade. Ja, hätte sein können. Warum man hier auch nicht laufen kann. Dok, dok, dok. So, Skadatsch-Überrest 4. Herstellen. Oh, good. You're finally awake, Emily. What happened? We were surrounded by those monsters, and then... That bastard Vito told me when I woke up. Apparently, he brought us back to life as revenants. And we aren't the only ones. He's done the same thing to Yakumo and the others, too. He's waiting for everyone to wake up. I don't know much else. Only two of you woke up? Well, I guess it will have to do. It's time to put you to work. Are you kidding me? Why would we ever listen to you again? Because obedience is your only option. Unless you want me to dispose of your sleeping friends, that is. You son of a... Your task is simple. Defend me from the frenzied queen, laying down your very life should it prove necessary. I expect you to serve me diligently in this purpose. Just as Nita ordered. And each time, I felt something important slip away. The only thing I had to look forward to was the day when Yakumo would finally wake up. Excellent. Your efforts have provided me with a fine sample. The queen will fall, and humanity's next evolution will blossom.
I expect nothing but continued success from you. Der Mido, der verrückte Forscher. Der hat also maßgeblich mit der Entwicklung der Wiedergänger zu tun. Vielleicht hat es sogar den Parasiten entdeckt. Wer weiß. Jedenfalls. Ist jetzt noch gar keine Forscher auf den Gegner. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an. Zuerst sollten wir vielleicht noch gucken, was man alles mitnehmen kann. Nee. Eigentlich gibt es ja nichts, was wir extra brauchen würden. Gut. Ja, jedenfalls. Gucken wir uns jetzt mal den Gegner an. Just like what happened with Nicola. Emily. Don't be reckless. We have to. You're kidding, right? You were all alone, Emily. It must have been so hard. Not anymore. I'll bring your suffering to an end. Just hold on. A little while longer. Bin mal gespannt. Vom Aussehen her ist sie ziemlich schnell. Ich glaube, dass die Feuerwaffe nichts bringt. Wir buffen trotzdem mit Feuer auf. Was? Jetzt ging daneben. Ja, wir sollten mit der Blitzwaffe buffen. Oh je. Phase 2. Alter, was? Was? Ah, jetzt hat sie plötzlich eine Waffe. Am Rücken. Ich sehe gerade, ich bin fast tot. Komm schon. Oh, Giacomo. Vielleicht soll ich da die Waffe doch nochmal bei der Werkstatt tun, oder? Nee, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja. Jo, oh. Feuerklaue. Du, ging leichter als ich dachte, ne? Und eine neue Waffe gleich. Please, make it quick. I owe you big time for this. Hey.
What are you doing there, child? Those pitiful creatures have fallen in their attempt to climb. No! They're still asleep! That's all! They'll wake up before long! I'm afraid we don't have the luxury to coddle late bloomers. However, their failure will fuel your success, for they will serve as offerings to your ascension. Wait. Whatever you want to do, just do it to me. Oh, an intriguing offer. Keep your grubby fingers off them. Everyone safe. I promise. So, next time we meet, you can pay me back a bunch of your own gear. Got that? Take care, you guys. Yes, just as I thought. A tempered will has the power to resist the relic's corruption. Soon, humanity will rise to a higher plane of existence, knowing all, transcending all, and eventually consuming all. Just you wait, Gregorio. In the end, I will come for you. Yakumo? No way! It really is you, Yakumo! You're all better, too! That's so wonderful! Sorry it took me so long to get here, but... well... Don't worry. It was my decision, after all. I was supposed to keep you all safe. I'm sorry, Emily. Come on, Yakumo. We like you because you're always pushing forward and not dwelling on the past. We all looked up to you growing up. So pull yourself together already. Sorry. What did I just say? You're still as fierce as ever, aren't you? I really am glad, though. I didn't think I would ever see you again. Thank you, Yakumo. I guess stomachs don't know any better. Sheesh. Here, take this. Your onigiri! I've been waiting for this. So good. Mic off. Ah, that was wonderful.
Are you sure you don't want more? You always wanted more. I'm satisfied. Because, you know... Hey, wait. So, Yakumo... There's something I'd like you to do for me. Do you remember how you used to hold me when I was little? Could you... Is this all right? Perfect. Thank you. Emily. Yakumo? Yakumo, I've always... What? What? Yar. I... Welcome back. Good to be back. But I'm still in the same form as I was before. The two of us are finally together again. That's all that matters to me. What were you going to say earlier? Huh? You know, you were saying something. Oh, well... You won't laugh? Why would I? I've always loved... Irodigiri. I can't get enough! That's all. What, was that it? Well, you're in luck. Because for you... I'm happy to make as many as you like, as often as you want. Good. I'll be waiting. Thank you, Emily. Well, you got me in your pocket now. You're already carrying a lot on your shoulders. Let's carry it together, okay? Well, time to move. Come on. Let's get going. Just you wait. I swear, I'll make that bastard pay for what he's done.
That was such a moving scene. In fact, I almost found myself laughing. You, Mido. Interesting. I don't see little Jack anywhere. Dealing with the successors was supposed to be his job. Saves us a search anyway. Your ass, pal! Impressed? My guinea pigs have been gifted with the power of the relics. I must say, I'm grateful to the children, Yakumo. They were excellent test subjects. Damn you! It's no good! Jack, my boy, you're late. How can you be slacking off when you've got such an important job? I'm here to take back all of the relics you stole. Oh? And do what with them exactly? After all, your vessel is broken. What are you talking about? Oh my, you didn't notice? I gave your precious Eva a little present. You're under the impression that you allowed her to escape. That is incorrect. I allowed her to escape. That's... I installed a prototype in that lovely throat of hers. But then, that means she was already... Damn you! I imagine that she'll frenzy before long, and a frenzied relic will be compelled to seek Gregorio. Do you suppose she's already wandering the snow-capped mountains? Mido! I'll destroy you! Do go and see to the successors, won't you? As for me, I must say farewell to a certain dotard. Get back here, you coward! It can't be, Eva! I have to go find her. Und das war's auch schon für diese Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.